Meisterwerke der Kunst. Frühstück im Pelz von Merit Oppenheim. Dieses Kunstwerk hat sogar Harry Potter inspiriert. Die Szene im zweiten Teil, wenn Ron seine Ratte in eine Tasse verwandelt. Wo kommt wohl die Idee her? 1936 hat Merit Oppenheim eine Tasse gekauft und dann mit Gazellenfell überzogen, das sie aus irgendwelchen Gründen noch zu Hause hatte. Soll ich noch was vom Rewe mitbringen? Ja, Spüli und Gazellenfell, wir haben nicht mehr so viel da. So eine Art Kunstwerk nennt man Objet Trouvé, also ein Alltagsgegenstand, der zu einem Kunstwerk gemacht wird. Die Künstlerin hat es einfach geschafft, eine Tasse lustig zu machen, einfach durch diese verrückte Kombination aus Pelz und Porzellan. Es gibt auch absurde Interpretationen. Manche sagen, hier ging es um und der Löffel wäre ein Phallus, die klassische Lesweise von untervögelten Kunsthistorikern. Naja, ich finde es ein zauberhaftes Werk, so wie Ron.